Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hat er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. Inwiefern macht das für Sie eigentlich einen Unterschied, dass man jetzt in so ein Genre reingeht? Also das ist ja ein Genre, was bisher im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, sehr selten vorkam. So Mystery, Sci-Fi, eher düster. Inwieweit verändert das Ihre Arbeit als Schauspieler? Mir macht es Spaß, das Genre zu spielen. Also man sieht es im Fernsehen selten, weil du hast, da gibt es halt zwei Genres, das ist Comedy und Drama. So, ne? Das ist eigentlich Krimi, das war's. Krimi. Das war's so. Krimi. Wir sind ja auch. Krimi, wir sind Krimi, nicht Krimi. So Krimi. Polizeiruf, Tatort, Polizeiruf, Tatort. So. Ja, wir machen ein Genre, was du sonst im Fernsehen nicht so siehst. Wir sind ja auch kein Fernsehen, wir sind ja Internet. So. Und wir hoffen sehr, dass das das Fernsehen beflügelt, weil die Menschen das gerne sehen möchten. Diese Stadt ist krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Unter uns ist ein Mörder. Heute sind Sie als Produzent von Dark hier. Wie macht man eine deutsche Serie, die auch international funktioniert? Wir haben hier ein deutsches Setting gewählt, wir drehen auf Deutsch, wir haben ein großartiges deutsches Ensemble und eben eine wirklich deutsche Serie, die in der Art und Weise, wie sie erzählt wird, in der großen horizontalen Epik, in der Art und Weise, wie die Dramaturgie sich aufbaut, die in der Handschrift der Kreativen, insbesondere von eben Jantje Friese, unserer Autorin und Showrunnerin, und Baran Bohodar, unserem Showrunner und Regisseur, in der Handschrift dieser beiden, wie ich finde, wirklich Ausnahmekreativen, liegt eben auch eine so große Qualität, die definitiv auf Augenhöhe ist mit vielem, was wir international sehen. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Tick-Tack, Tick-Tack. Was ist das für ein Gefühl, dass man auf einen Schlag so eine potenzielle, riesige Fangemeinde haben könnte weltweit? Überwältigend. Ja, also ich finde, also ein bisschen surreal. Man kann es auch jetzt noch nicht so wirklich einschätzen oder verarbeiten, weil es ja eben noch nicht klar ist, wie viele sich das jetzt letztendlich auch wirklich angucken. Aber man sieht halt das Potenzial, und das finde ich halt schon total beeindruckend, weil das gibt es halt sonst nicht. Also wenn man Kinofilm macht, gerade in Deutschland, gibt es halt ein bestimmtes Publikum, das dann auch noch reingehen muss, und das Wetter muss irgendwie stimmen und so. Und das ist halt schon wirklich toll, also dass wir sowas, so eine Möglichkeit bekommen. Ja, es ist auch das erste Mal, dass irgendwie echt Leute aus der Branche auf mich zukommen und mir sagen, hey, ich freue mich auf die Serie, ich freue mich auf dein Produkt. Und das hatte ich bisher einfach noch nie so, ja. Resonanzen. Das ist einfach echt toll. Ja. Die Serie spielt teilweise in der Vergangenheit, in den 80ern. Warum 1986? Also wenn man eine Zeitreisegeschichte erzählt, muss man ja auch irgendwelche Regeln definieren und sagen, so funktioniert das bei uns. Und es gibt so ein ganz interessantes Phänomen, das nennt sich der lunar-solare Zyklus, das ja eigentlich quasi die Jahreszeiten, die die Sonne vorgeben, einen gewissen Rhythmus haben, und dann die Mondphasen einen gewissen Rhythmus haben. Und eigentlich, wenn wir unseren Kalender nicht angepasst hätten, der 24. Dezember rein theoretisch auch zwischendrin mal im, nicht rein theoretisch, sondern rein praktisch, auch im Sommer liegen könnte. Und alle 33 Jahre gleicht sich das aber wieder an. Also das heißt, dann sind die Jahreszeiten wieder mit den Mondphasen exakt im Rhythmus, und darauf basiert quasi diese Jahreszahl, weil wir 2019 ja Near Future haben, 86 und dann auch noch 53. Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. In
inwieweit ist denn das auch ein Unterschied zu einer Arbeit bei einem traditionellen Fernsehsender? Das war wirklich toll. Also nur ein Beispiel. Ich weiß noch, dass ich beim Drehen, dass es um bestimmte Kraftausdrücke ging, die ich loswerden wollte, als in meiner Rolle und Bo gesagt hat, kannst du es ruhig machen. Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang.